Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Sonntag, der 12. Januar 2020. Es ist jetzt 18.52 Uhr paraguayanischer Zeit. Der nächste Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Hinter mir übrigens ziehen so ein paar Regenwolken auf. Also nicht wundern, wenn es so ein bisschen grollt, so ein bisschen donnert. Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Ich wollte euch jetzt mal kurz darüber informieren, wie denn unser Mittwoch so abgelaufen ist. Ich hatte mich ja am Montag mit zwei sehr sympathischen Mädels getroffen, mit denen ein bisschen gelabert und am Dienstag mit einem deutschen Auswanderer-Ehepaar. Und wir fünf hatten uns dann für Mittwoch zu einem kleinen Ausflug nach Argentinien verabredet. Das deutsche Auswandererpaar vom Dienstag hat dann leider kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Somit sind wir dann zu dritt nach Argentinien rüber. Wir hatten uns dann für den Vormittag in Encarnación an einem großen Einkaufszentrum verabredet, was direkt an der Grenze ist, und sind dann mit einem Bus nach Argentinien rübergefahren. Argentinien ist richtig, ja, ich habe es richtig gesagt. Dann sind wir mit diesem Bus in die argentinische Grenzstadt gefahren, dessen Namen ich natürlich auch schon wieder vergessen habe. Ich werde langsam echt alt. Da müsste mir mal was aufschreiben, weiß ich nicht. Ja, auf der Brücke an sich, die dann die Grenze markiert hat, war es relativ voll. Die Autos standen relativ lang, relativ weit. Und Mopedfahrer sind natürlich, so wie sich das in Paraguay gehört, am stehenden Verkehr vorbeigefahren. Und auch unser Bus hat dann irgendwann mal auf die Gegenfahrbahn gewechselt. Die wurde allerdings, so wie wir das gesehen hatten, extra dafür gesperrt, damit die Busse und wahrscheinlich auch Taxen vorbeifahren können. Und kurz vor der Grenze hat er uns halt rausgelassen. Dann mussten wir halt zu Fuß über die Grenze. Da wurden dann unsere Papiere überprüft. Der Bus ist dann mit uns wieder weitergefahren. Und das gleiche Spielchen nochmal auf der argentinischen Seite. Da wurden dann auch wieder unsere Papiere kontrolliert. Ging relativ reibungslos, relativ zügig, und wir sind dann weitergefahren an den Busterminal, oder das Busterminal, irgendwo relativ weit hinten, wo dann auch ein riesengroßer Supermarkt war. In diesen Supermarkt sind wir dann auch reingegangen, weil die Mädels so ein paar Sachen kaufen wollten, die sie in Paraguay entweder nicht oder schwer oder nur wesentlich teurer bekommen. Und ich habe mir das Spielchen halt mal angeschaut. Ich fand da nicht wirklich irgendwas Interessantes für mich zu kaufen. Deshalb habe ich das halt auch unterlassen. Und was mir halt aufgefallen ist, auch in diesem Supermarkt, genauso wie hier in Paraguay, gibt es eigentlich alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Ist natürlich alles eine Frage des Preises. Einheimische Produkte sind wesentlich preiswerter als importierte Produkte. Die importierten Produkte sind teilweise wesentlich teurer als in Deutschland. Das habe ich auch hier in Paraguay auch schon feststellen müssen. Auch ist mir aufgefallen, dass Obst und Gemüse, was ja hier eigentlich relativ gut wächst und teilweise auch von hier kommt, teilweise wesentlich teurer ist, als es in Deutschland teilweise ist. Das finde ich schon erstaunlich, weil man ja doch denkt, Deutschland ist eigentlich gar nicht so billig. Aber was so Obst und Gemüse angeht, nee, keine Ahnung, warum Deutschland da so spottbillig produzieren kann. Sollte vielleicht mal zu denken geben. Von diesem Supermarkt aus sind wir dann in einen argentinischen Bus gestiegen, auch für ganz kleines Geld. Und sind damit ein bisschen weiter, beziehungsweise ein bisschen weiter zurück an die Grenze gefahren, wo wir dann ein bisschen durch die Innenstadt gegangen sind und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Ich fand es nicht so besonders toll. Es war halt, naja, eine Stadt, mag ich sowieso nicht, Städte oder Großstädte. Und das war schon eine relativ große Stadt. Haben uns da ein bisschen umgeschaut. Groß und Ganzen fand ich sie nicht ganz so dreckig. Großstadt halt.
ja, ein bisschen chaotischer als in Paraguay fand ich es dann doch. Was mir dort in Argentinien aufgefallen ist, war die doch relativ große Präsenz von sehr jungen, sehr hübschen Polizistinnen, die da gefühlt an fast jeder Straßenecke standen. Fand ich interessant, fand ich merkwürdig. Und ja, jetzt wackelt es ein bisschen. Das ist übrigens schon wieder der kleine Alfred. Der möchte auch wieder seine Streicheleinheiten. Und die kriegt er natürlich immer von mir. Wir sind dann zusammen ein bisschen durch die Stadt gezogen und sind dann in einen weiteren Supermarkt gegangen, der jetzt sehr grenznah war. Und da bin ich dann echt ins Staunen gekommen. Erstens war er auch brechend voll, viele Einheimische natürlich, aber auch sehr viele Paraguayos haben dann dort eingekauft. Auch die beiden Mädels haben da ein bisschen was eingekauft. Was sage ich euch nicht, das geht euch nämlich eigentlich gar nichts an. Ich bin echt ins Staunen gekommen, so aus dem Deutschland, wo momentan so die totale Euphorie ist, jedes Milligramm Plastik einsparen und keine Plastiktütchen mehr nehmen und sowas. Und dann sehe ich das, was da in Argentinien an den Kassen los ist. Das ist echt der Hammer und das finde ich echt zu viel. Das ist echt unglaublich. Da wurden zum Beispiel frisch abgepackte Wurst wurde nochmal in eine Tüte gepackt und diese Tüte wurde dann wieder in eine andere Tüte gepackt und dann wurden halt mehrere Wurstpakete zusammen in diese Tüte eingetütet und diese Tüte kam dann wieder in die andere Tüte, wo man dann die gesamten Tüten mit seinen Einkäufen wegtüdeln durfte. Sowas muss echt nicht sein. Ich glaube, für ungerechnet vielleicht 15 Euro Umsatz haben wir wahrscheinlich 10 Tüten mitnehmen müssen. Und das finde ich definitiv viel zu viel. Aber ich glaube auch nicht, dass man das in dieser Generation aus den Köpfen der Leute dort rauskriegt. Das sitzt da so drin. Ich finde es irgendwie schade. Ich finde es auch irgendwie bedenklich, dass halt weltweit mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Also von wegen, ja, wir retten die Welt, koste es, was es wolle. Und in anderen Ländern interessiert das keinen, auch nur die geringste Bohne. Nee, echt nicht. Der Supermarkt übrigens, so wie einige andere auch dort in Argentinien, die machen eine Mittagspause von 1 bis 4 oder 2 bis 4, ich weiß es nicht ganz genau. Wir waren halt kurz vor der Mittagspause da und fanden das merkwürdig, dass die Kassiererin dann erst einmal anfangen, ihren Abschlag zu machen, also ihr Geld zu zählen und das dann an die Kollegin weitergeben, obwohl die Kassen relativ voll waren. Also da standen tatsächlich einige Leute in der Schlange und die Kassiererin meinten, jo, jetzt muss ich erstmal Geld zählen. Ich fand das ein bisschen ungewohnt und merkwürdig, zumal die Mengen an Geld, die sie da gezählt haben, das waren ja nicht gerade nur so 10 Scheinchen, sondern das waren schon so richtige Packen mit Geld. Naja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Ja, durch diese gesamte Geldzählerei ist halt der gesamte Ablauf und der gesamte Kundenfluss ins Stocken gekommen. Und zwar ganz schön. Die beiden Mädels haben, glaube ich, so um die 10 Minuten an der Kasse gewartet. Nur allein durch das Geldzählen verschuldet oder geschuldet. Und wenn es halt so üblich ist, Mittagspause ist halt heilig. Ansonsten war dann da eigentlich nichts weiter Großartiges mehr nennenswert. Argentinien, beziehungsweise auch nur diese Stadt Posadas heißt sie übrigens, muss ich nicht unbedingt haben. Es gibt da mit Sicherheit ein paar schöne Eckchen, aber die konnte ich jetzt so halt nicht suchen, nicht finden. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gewollt hätte. Kann ich gut und gerne drauf verzichten. Ich mag halt keine solche Menschenaufläufe. Gar nicht. Wir haben dann die Einkäufe der beiden Mädels in den Kofferraum eines Taxis verfrachtet und sind dann mit dem Taxi über die Grenze zurück nach Paraguay, Encarnación, gefahren. Dann sind wir natürlich an unseren Autos gewesen. Die beiden Mädels waren vor mir da, haben natürlich auch woanders geparkt.
Und ich bin dann zu meinem Auto und musste voller Entsetzen feststellen, dass die Batterie leider total leer war, weil ich dummerweise vergessen habe, das Licht auszumachen. In Paraguay ist es Vorschrift, wenn man auf den Routers fährt, dass man da das Abblendlicht anmacht, sofern man kein Tagfahrlicht hat. Super. Aber ich habe Glück gehabt, weil ich hatte die beiden Mädels mitgehabt. Und die beiden haben mir dann echt den Arsch gerettet. Die haben nämlich ein Starthilfekabel bei sich im Auto gehabt und haben mir dann ratzifatzi Starthilfe gegeben. Weil so ein Automatikauto, wie ich es habe, kann man auch nicht wirklich anschieben, weil ohne Zündung kriege ich nicht mal den Ganghebel aus der Parkposition in irgendeine andere. Das funktioniert nicht. Und anschieben kann man die sowieso nicht, habe ich mir hinterher sagen lassen. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Also hat geklappt. Vielen Dank, dass ihr mir den Arsch gerettet habt. War echt klasse. Ja, wir sind dann ein kleines Stückchen noch durch Encarnación gefahren und dann haben mir die beiden Mädels auch ihre Stadt noch ein bisschen gezeigt. Werde ich natürlich auch mit einblenden. Und haben noch ein paar schöne Fleckchen gefunden und sind dann noch ganz lecker koreanisch, glaube ich, essen gegangen. War auch super lecker, waren nicht solche Riesenportionen wie in Deutschland, hat auch nur kleines Geld gekostet. Und kann man auf jeden Fall empfehlen, diesen Laden. Klein, fein, aber schnuckelig. Und ja, das war's dann, glaube ich, auch. Sind dann noch ein bisschen durch den Park spazieren gegangen, beziehungsweise um den Park herum. Das finde ich ja sehr erstaunlich. In jeder Stadt gibt es so einen kleinen Park, also mindestens einen. Unterschiedlich in der Größe, in der Aufmachung, aber so ein paar Kinderspielgeräte, das sind da meistens. Und es gibt irgendwelche Bänke, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Ist echt klasse gemacht. In Argentinien finden dort dann wohl auch noch öffentliche Tanzkurse statt. Ist bestimmt sehr interessant. Würde ich mir vielleicht auch ganz gerne mal angucken, wobei mit Tanzen habe ich es auch nicht wirklich so. Nur mal so rein Interesse halber. Aber okay, vielleicht das nächste Mal irgendwann. Wenn ich mal wieder da sein sollte oder so. Für den Donnerstag hatte sich mein Vermieter hier von der Unterkunft schon verabredet mit dem Paar aus dem zweiten Video, was ich hier auch nochmal verlinken werde, wo ich durch die Reserve, also diesen Naturwald gegangen bin. Und die haben auch den Schlüssel für einen anderen Naturwald, der wohl Freunden von denen gehört, der eine riesige Plantage hat, wo er Macadamia-Nüsse anbaut und hat sich da halt so einen riesigen Park gestaltet, wo wirklich noch unberührte Natur ist, unberührte Wälder. Natürlich auch ein paar riesige Bäume da mit bei, ansonsten wunderschöne angelegte Wege, die man hervorragend gehen kann. Tja, man sagt, so einiges ist hier in Paraguay wesentlich größer als in Europa. Hier zum Beispiel stehe ich direkt vor einer wunderschönen blühenden Brennnessel. Und dass diese Behauptung stimmt, kann ich, glaube ich, damit so ein kleines bisschen bestätigen. Das ist dann tatsächlich meine große Brennnessel. Also ganz ehrlich, es ist jetzt kurz nach 8, 30 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Da möchte ich jetzt nicht wirklich körperlich schwer arbeiten müssen. Respekt an alle, die das müssen. Boah, Alter.
sehen Sie bitte hier. Gar nicht da. Hammer. Schon toll, gell? Ja. Na, ist das ein Baum oder ist das ein Baum? Ich würde sagen, das ist ein Baum. Anstrengend ist es, aber herrlich. Das ist echt klasse. So ein Spaziergang im Wald. Gibt es irgendwas Besseres? Sowas muss man echt erlebt haben. Ich wurde allerdings gebeten, den Standort nicht preiszugeben, einfach erstens, weil es Privatgelände ist und zweitens auch, um dieses unberührte Stückchen Natur weiterhin zu schützen. Weil gerade die Einheimischen haben es dann nicht so, dass man dann da pfleglich mit umgeht und keinen Müll dort wegschmeißt oder ähnliches. Ich persönlich würde es sehr schade finden, wenn dieses Stückchen unberührte Natur durch Müll verschandelt oder gar durch Kahlschlag ruiniert werden würde. Das wäre echt sehr, sehr schade. Ja, ich denke mal, das soll es eigentlich dazu gewesen sein. Das waren so die zwei Tage. Am Freitag, Mittwoch, Donnerstag, am Freitag weiß ich jetzt gar nicht, was ich da gemacht habe. Ach doch, da war ich wieder schwimmen gegangen. Das kommt dann aber im nächsten Video. Damit dieses hier nicht wieder zu lang wird, da werde ich euch dann sagen, ob ich tatsächlich mal schwimmen war oder wieder baden und ob mir endlich mal das Wasser zum Halse stand. Das soll es jetzt hier gewesen sein. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann einfach da unten den Abo-Button klicken und gleich rechts daneben dieses Glockensymbol auch klicken. Dann bekommt ihr jedes Mal eine E-Mail, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich denke mal, hier in Paraguay werden es noch so 3, 4, 5 Stück werden. Ich bin ja noch eine Weile da und wenn euch auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sowas motiviert doch immer ganz schön und ansonsten sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag und tschüss aus Paraguay, euer Nico. Ah, und da sind Stacheln dran. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Anstrengend ist es, aber herrlich. Ich finde das echt klasse.